Einst wandte sich ein geplagter Indianer an Vakantanka, die Weltenseele. Großer Geist, sprach er, warum schickst du mich durch so turbulente Gewässer? Und Vakantanka antwortete, weil deine Feinde nicht schwimmen können. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Für uns alle installiert sich seit ca. 2 Jahren ein höheres Bewusstsein. In diesem Jahr soll ein weiterer elementarer Grundstein diesbezüglich gelegt werden, bevor es dann beginnt, in die Umsetzung des Gelernten zu gehen. Worüber du dein neues Bewusstsein angeregt bekommst, liegt daran, worauf du am meisten ansprichst. Deine ganz persönliche Grundinformation des Jahres 2022 ist besonders jetzt zu Anfang des Jahres für dich spürbar. Mit etwas Aufmerksamkeit kannst du nun in deinem eigenen Lebensbuch lesen und erkennen, wo will dieses Jahr mit dir hin? Was gilt es für dich zu erfahren? Beobachte dafür, womit du dich in den kommenden Wochen beschäftigst, was dir begegnet, was dich antriggert, dich aus deinen gewohnten Strukturen zu lösen. Wir werden in diesem Jahr Zeitzeuge eines gewaltigen Umbruchs in unseren gesellschaftlichen Machtstrukturen. Jedoch wirst du auch Zeuge deiner eigenen persönlichen Wandlung. Angesprochen werden hier deine Ideale und deine Klarheit. Enthüllungen, Aufdeckungen und politischer Irrsinn spielen diesem Umbruch in die Karten und leisten einen großen Beitrag. Ich persönlich habe mich entschlossen, bei all dem, was da draußen geschieht, die höhere Beobachtungsposition einzunehmen und all das Geschehen mit dem Wandel in Zusammenhang zu setzen. Doch es sind nicht nur die verstaubten politischen Machtstrukturen, sondern auch unsere ganz persönlichen verstaubten Konditionierungen von diesem Umbruch betroffen. Wir lassen uns nicht mehr drangsalieren. Viele von uns nehmen die Fäden ihres Lebens in die eigenen Hände, sei es was persönliche Entscheidungen anbelangt oder aber auch als Gruppe, um etwas Elementares in Bewegung zu setzen. Siehe zum Beispiel die vielen Spaziergänge, die friedlich ein Zeichen setzen, welches nicht mehr zu ignorieren ist, und es werden immer mehr. Die Menschen kommen aus ihrer Angststarre raus, sie kommen in ihr Selbstvertrauen, vernetzen sich und halten die Liebe, spüren, was ihnen gut tut, was wahr ist und was zu hinterfragen ist. Zum Beispiel finde ich es ganz spannend, dass meine Telegram-Community, die ich auf euren Wunsch hin eröffnet habe, damit ihr euch finden und zusammenschließen könnt, euch vernetzt, Interessengruppen bildet, euch austauscht und verabredet, sowie euch persönlich unterstützt. Ja, ihr habt euch für einen ganz besonderen Flow entschieden. Es wurde sehr schnell deutlich, dass hier ein Raum für positive Nachrichten gehalten werden soll. Die ersten Aufklärungsbeiträge, die gepostet wurden, waren nicht erwünscht. Die Community entschied aus ihrem Herzen heraus. Aufklärung, Angstpropaganda und Ähnliches hat in ihrer Vernetzungsgruppe nichts zu suchen, damit die stärkende und unterstützende Energie gehalten werden kann. Alle Mitglieder sind natürlich sehr wohl aufgeklärt und auch entsprechend aktiv. Sie verabreden sich regional für gemeinsame Spaziergänge, für privaten Austausch. Jedoch fühlten sich, die Teilnehmer in einem Raum mit Gleichgesinnten wohler, wo Angstmache und Aufklärung einfach mal draußen bleibt. Sie sagten, dafür gibt's genug andere Gruppen. Aber hier soll Frieden herrschen. Schnell boten sich 3 Helfer an, die nun respektvoll und freundlich darauf achten, dass der Wunsch der Gruppe gewahrt wird. Dieses kleine Beispiel zeigt auf, wir können eigenverantwortlich im Vertrauen auf die Liebe und auf die Gemeinschaft, selbstreflektiert, zu unseren Bedürfnissen stehend, durch die Zeit des Wandels gehen und untereinander vernetzt sein und unseren individuellen Beitrag leisten. Ein Umbruch muss nicht unbedingt wehtun,
Es ist letztendlich nur der Angstring, der um unsere Brust gespannt ist, welcher gelöst wird. Dieses kann ganz sanft geschehen, wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir uns erlauben, der lichtvollen Entwicklung unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Community-Mitglied teilte eine sehr berührende Geschichte mit uns, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Mir ist der Verfasser leider unbekannt. Sollte ihn jemand von euch kennen, bitte postet ihn in den Kommentaren. Eine alte Legende besagt: Es gab eines Tages ein großes Feuer im Wald. Alle Tiere flohen voller Angst in alle Richtungen, denn es war ein sehr heftiges Feuer. Plötzlich sah ein Jaguar ein Kolibri über seinen Kopf hinwegfliegen, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Der Kolibri flog direkt aufs Feuer zu. Was auch immer geschah, er änderte die Richtung nicht. Wenige Augenblicke später sah er ihn erneut vorbeifliegen, nur diesmal in dieselbe Richtung, in der er selbst ging. Er konnte dieses Kommen und Gehen beobachten, bis er beschloss, den Kolibri zu befragen, da ihm sein Verhalten sehr seltsam vorkam. »Was machst du, Kolibri?« fragte der Jaguar. »Ich fliege zum See«, antwortete er. »Ich trinke Wasser mit meinem Schnabel und dann fliege ich zurück und werfe es auf das Feuer, um es zu löschen.« Der Jaguar lachte. »Bist du verrückt? Glaubst du wirklich, dass du dieses große Feuer mit deinem kleinen Schnabel alleine löschen kannst?« »Nein«, sagte der Kolibri, »ich weiß, dass ich das nicht kann. Doch weißt du, der Wald ist mein Zuhause. Er ernährt mich. Er bietet mir und meiner Familie Schutz. Dafür bin ich ihm so dankbar. Und ich helfe dem Wald zu wachsen, indem ich seine Blumen bestäube. Ich bin ein Teil von ihm und der Wald ist ein Teil von mir. Ich weiß, dass ich das Feuer nicht löschen kann, aber ich muss meinen Teil dazu beitragen.« In diesem Moment waren die Waldgeister, die dem Kolibri zuhörten, von dem Vögelchen und seiner Hingabe an den Wald gerührt. Und wie durch ein Wunder schickten sie einen großen, sinnflutartigen Regenguss, der dem großen Feuer ein Ende bereitete. Die indianischen Großmütter erzählen diese Geschichte ihren Enkelkindern und schließen immer mit den Worten: Willst du Wunder in dein Leben ziehen? Dann erfülle dein Teil. Und die Moral von der Geschichte: Niemand von uns kann alleine etwas bewirken. Es erscheint uns unmöglich. Und doch sind wir ein Puzzlestück dieser Welt und dürfen unseren Teil beitragen. Wenn wir das mit Hingabe tun, können wir Wunder bewirken. Wenn wir das gemeinsam tun, erhöhen wir die Chance auf ein solches Wunder ins Unendliche. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.